Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und zwar aus dem Skulpturengarten des Belvedere 21 mit Blick auf jene Bauikone der Moderne in der Nachkriegsära Österreichs. Integraler Bestandteil dieses neuen Museums, das 1962 hier direkt am Schweizer Garten errichtet wird, ein Museum für zeitgenössische Kunst, für Contemporary Art, das sind die drei Terrassen, die es erlauben, skulpturale Werke als integralen Bestandteil der Sammlungen der österreichischen Galerie zu zeigen und erfahrbar zu machen. Das Gebäude als Teil der Erzählung ist ein historisch aufgeladenes. Ursprünglich nicht als Museum konzipiert, wurde Karl Schwanzer ausgewählt, um 1958 in Brüssel einen Ausstellungspavillon für die Expo 58, also für die Weltausstellung, zu errichten, der ganz im Sinne der Moderne, der Architektur des 20. Jahrhunderts Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg international neu positionieren sollte. Karl Schwanzer, der ganz in der Tradition der großen Architekten des 20. Jahrhunderts, Mies van der Rohe, Jean Prouvé, Le Corbusier, auf strikte, konstruktive, reduzierte Architektur setzt. Das Konstruktive wird in den Vordergrund gestellt. 1958 bekommt das Material, das er einsetzt, noch eine zusätzliche Bedeutsamkeit. Es ist Stahl der Fürst, die ehemaligen Hermann Göring-Werke, die nun in der Nachkriegsära dieses in Trümmern der niederliegenden Österreich eine ganz besonders wichtige Rolle spielen. Die Föst, die das Material hervorbringt, das im Sinne des Wiederaufbaues und des wirtschaftlichen Sich-Erhebens in den Vordergrund gerückt wird. Das gesamte Gebäude, das über dem Jardin Royal in Brüssel errichtet wurde, stellte sich damals 1958 anders dar. Es hängt auf vier H-Profil-Traversen freischwebend und war damals auch tatsächlich nächtens von innen beleuchtet, illuminiert wie eine fliegende Untertasse über diesem Garten, über dem Park, sehr beeindruckend als die Schwerkraft überwunden habendes architektonisches Manifest zu erleben. Karl Schwanzer wird den großen Preis, den Grand Prix für Architektur bekommen. Das heißt, im Rahmen der Präsentation Österreichs wird dieses architektonische Werk herausragen und wirklich wahrgenommen werden. Nach dem Ende der Expo wird das gesamte Gebäude in seine Bestandteile, in seine Module zerlegt, nach Österreich zurücktransportiert und landet als Haufen Schrott am Tiefhof. Erst viele Jahre später, als dieses wiedererstarkte Österreich, das seine Rolle in Europa neu gefunden und definiert hatte, nämlich der Brückenschlag zwischen Ost und West, sollte mit dieser rasterförmigen Konstruktion des Gebäudes, als Brückenkonstruktion ist es auch angelegt gewesen, versinnbildlicht werden. Dieses Gebäude wird wiederentdeckt, man besinnt sich dieses damals so gefeierten Objektes und beschließt, es am Schweizer Garten neu errichten zu lassen, von Karl Schwanzer umformen zu lassen, von einem Ausstellungspavillon hin zu einem Museumspavillon, der es erlaubt, auf zwei Ebenen zeitgenössische Kunst zu zeigen. Karl Schwanzer wird den Hohlraum unter dem Gebäude umhausen mit transparenten gläsernen Flächen. Auch das ein ganz bedeutsames Sinnbild für die moderne Architektur. Diese transluziden, diese gläsernen, diese verspiegelnden, die Umwelt in der Spiegelfläche darstellenden Architekturen und vor das Gebäude eine Art Spange stellen, um der Funktionalität entgegenzukommen. Mehr Raum wird benötigt für
all die Funktionen, die ein Museum innehat. Heute beinhaltet dieser vor das Museumsgebäude gestellte Bau unsere neue Lucy Bar, ein Magnet im neu entstandenen Sonnenwendviertel. Das heißt, nach so vielen Jahrzehnten ist das Belvedere 21 schlussendlich im Herzen der Stadt angekommen. Es wird sozusagen von Wohnbauten, Hotels und anderen Bürogebäuden umstellt und ist integraler Bestandteil des städtischen, des urbanen Raumes um ihn herum. Und doch öffnet es sich nach wie vor zum Schweizer Garten, zu dieser Gartenanlage des auslaufenden 19. Jahrhunderts und ist wie eine riesengroße, zarte Hülle, zeitgenössische Kunst präsentierend, seit 1962 jener Ort, an dem der Diskurs stattfindet. Wie positioniert sich Österreich in der Internationalität? Und somit werden die Programme im Ausstellungswesen dieses Belvedere 21 auch ganz bewusst dialogisch gewählt. Österreichische, international reüssierende Künstlerpersönlichkeiten des 20. und 21. Jahrhunderts im Austausch mit internationalen Künstlerpersönlichkeiten hier im Belvedere 21. Erleben Sie mit Wally Export, die mit ihrer überlebensgroßen, monumentalen Doppelschere diese tanzende Figur zeigt, oder Lois Weinbergers lebendigen Kubus, ein Käfigkonstrukt, in dem die Pflanzensamen aufgehen und selbstständig Kunst und Natur verschmelzen lassend zu einem immer wieder neu entstehenden, mit jedem Frühling sich regenerierenden Kunstwerk werden, oder aber ein Werk, das mit dem Ausstellungspavillon, der da einst in Brüssel 1958 eine so bedeutende, historisch wichtige Rolle spielte, nämlich das große Figurenrelief von dem österreichischen Skulpteur, Bildhauer Fritz Wottruber, der mit seinen tektonischen, menschlichen Figuren, wie Architekturen gebaut, den menschlichen Körper als Bildhauer auslotet und fast wie in einem Labor, indem er sie aufbaut aus den einzelnen kubischen und zylindrischen Formen, neu entdeckt und neu interpretiert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Belvedere 21. Erleben Sie dieses lebendige Museum, das Karl Schwanzer als Ausstellungspavillon einst konzipiert hatte. Es waren große Namen, die sich für diesen modernen Bau entschieden hatten. In der Kommission 1955 saßen Clemens Holzmeister, Josef Hoffmann, beide hochbetagt, und andere große Namen. Erleben Sie dieses Gebäude als einen Ort, als einen Topos der zeitgenössischen Kunst, die immer wieder eines neuen Blickes lohnt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere. Wir freuen uns auf Sie im Belvedere 21.